Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie zu einer weiteren Ausgabe unseres digitalen LLH-Ackerbauforums begrüßen. Wir wollen heute hier im Feld einen sehr flach arbeitenden Querneland-Ecomat-Flug testen zur Zwischenfruchtsaat. Mein Name ist Marco Schneider vom Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen. Ja, wir wollen uns jetzt ein paar technische Details zu dem Querneland Ecomat-Schälflug uns mal anhören. Und dafür habe ich Herrn Rüter von der Firma Querneland eingeladen. Herr Rüter, erklären Sie uns doch mal ganz kurz in groben Zügen die Funktionsweise und die Besonderheiten von diesem Querneland Ecomat. Jawohl. Jawohl, sehr gerne. Also, der Ecomat-Flug ist im Jahr 2000 hier in unser Produktprogramm gekommen als 5- bis 8-Char. Und in dem Fall haben wir jetzt hier den größten, einen 8-Char-Flug. Es ist praktisch ein Variomat-Flug, wo ich die Arbeitsbreite von 30 bis 50 Zentimeter stuflos aus einstellen kann. Die optimale Arbeitsbreite, um ganzflächig abzuschneiden, liegt bei 37 Zentimeter mal 8 Schare, ergibt praktisch 3 Meter ganzflächig abgeschnittene Fläche. Ja. Und wie tief oder wie flach ermöglicht diese Bauweise des Fluges Jawohl. das Flügen? Was ist so die mindestnotwendige Arbeitstiefe? Genau. Wir reden ja hier von einem Schälflug und das Schälen, sagen wir, ne, beginnt irgendwo bei 6 cm und hört irgendwo bei 18 cm eben auf. Das ist so dieser Bereich, wo sich der Flug am wohlsten fühlt. Ja. Ja. Und was für eine Arbeitsleistung steht dann hinter so einem Gerät, wie wir es Ja. hier haben? Also wir haben das mal ermittelt bei 3 Meter Arbeitsbreite mit so einem 8-Schar-Flug, wie wir jetzt hier sind. Bei einer Geschwindigkeit von um die 10 Stundenkilometer erreichen wir also Flächenleistung von 3 bis 4 Hektar pro Stunde. Okay, das ist ja in den Arbeitsspitzen, in der die Zwischenfruchtsaat stattfindet, auch sehr wichtig, dass wir schlagkräftig Genau. die Zwischenfrucht in die Erde bekommen. Ja, und wie bewegt sich der Dieselverbrauch? Unterscheidet sich das im Großen und Ganzen von den vom herkömmlichen Flügen oder wie Ja, würden Sie das einschätzen? also die Erfahrungswerte zum konventionellen Flug, so im Bereich 5-Schar, liegt also in der Regel auch auf dem gleichen Niveau wie bei so einem 8-Schar-Ecomat, also bei rundweg 30 Liter pro Hektar. Pro Stunde. Pro Stunde. So, Okay. das ist richtig, pro Stunde, genau. Ja, okay. Ich würde sagen, genug der Worte. Jetzt wollen wir das Gerät in Arbeit sehen. Schönen Dank. Ich hoffe, wir haben Ihnen einen guten Eindruck in die Arbeitsweise des Gerätes geben können. Ende Oktober wollen wir die jetzt ausgesäten Zwischenfruchtbestände im Rahmen eines Live-Feldtags Ihnen nochmals präsentieren. Wenn Sie Fragen zur Zwischenfruchtsaat oder zu anderen ackerbaulichen Themen haben, dann rufen Sie uns an.